Chandradhasana ist die Halbmondstellung, auch genannt die Stellung des halben Mondes oder des halben Rades. Es gibt verschiedene Stellungen, die als solches bezeichnet werden. Interessanterweise ist Chandradhasana auch die Bezeichnung für den Paschimottanasana. Es gibt zahllose Bezeichnungen für Paschimottanasana, vermutlich deshalb, weil sie die wichtigste der Sitzhaltungen ist im klassischen Hatha-Yoga. Paschimottanasana ist wie ein Halbmond. Unten bist du eben gerade und der ganze Oberkörper bildet wie einen halben Mond. Heutzutage bezeichnen wir zwei andere Asanas als Chandradhasana oder auch Ardha Chandrasana. Zum einen im Stehen, diese wird auch bezeichnet als Chandrakantasana. Im Stehen gibt die Hebe ein Bein nach hinten hoch, Heber, gib eine Hand auf den Boden und den anderen Arm hoch zum Himmel und schaue dann in die Verlängerung des oberen Armes. Bei Yoga Vidya bezeichnen wir als Halbmond eine Variation von Anjaneyasana, die Stellung von Hanuman. Gib einen Fuß nach vorne und das andere Bein nach hinten, hinteres Knie am Boden, gib die Hände vor dem Brustkorb zusammen und gib die Arme nach hinten. Diese Stellung wird meistens als Anjaneyasana bezeichnet, man kann sie auch als Ardha Chandrasana und als Chandradhasana bezeichnen.